Wie können wir 99% unserer Probleme im Leben lösen? Wie können wir unser Leben wieder unter Kontrolle bekommen? Und wie können wir Herr über unseren eigenen Kopf werden? Das alles in dem heutigen Video. Was geht, Leute, und herzlich willkommen wieder zu einer neuen Episode auf diesem Kanal. Heute habe ich eine neue Episode vorbereitet, wie ihr wieder Herr über euer eigenes Leben werden könnt, und zwar mit eurem Kopf. Und ich muss erstmal vorneweg sagen, danke, dass ihr alle mitgemacht habt das letzte Mal, dass ihr mir Kommentare geschrieben habt. Und ich finde es super, wenn wir ein bisschen diskutieren können in den Kommentaren. Mich freut das immer unglaublich. Und was mich auch noch gefreut hat, war das Folgende. 100% fanden das Format gut. Und ja, ich habe auch für, finde ich, gut abgestimmt. Ja, Leute, was soll ich sagen? Ich habe mir gestern schon gedacht, dass das Ergebnis so aussehen wird. Und da bin ich keiner, der sich in den Weg stellt. Ich habe gestern mir ein neues Videoschnittprogramm runtergeladen und gelernt, wie man das bedient. Weil mit dem alten war das relativ schwierig, die ganzen Vlogs zu schneiden. Und jetzt können wir das ganz easy machen. Und auch die normalen Videos sollten einen besseren Schnitt bekommen. Und was mir jetzt noch zu sagen bleibt, ist danke dafür. Wir sind zwar eine kleine Community, aber ich nehme das Ergebnis als 100% repräsentativ für die Leute, die zugucken. Und jetzt können wir mit dem Video starten. Einfach oftmals das Problem, dass wir die eigenen Gedanken gar nicht mehr richtig wahrnehmen können, beziehungsweise dass es wie so ein Filter ist, der vor unserem inneren Auge läuft. Es ist heute ein wunderschöner Tag und ich könnte ihn heute gar nicht so gut genießen, wenn ich nicht heute Morgen wieder eine Runde mich hingesetzt hätte und versucht hätte, an nichts zu denken. Und darum geht es eigentlich auch in dieser Übung. Das Problem ist, wenn wir unser Glück in der Zukunft suchen, weil in der Zukunft wird es nicht liegen. Es wird immer nur im Hier und Jetzt liegen. Es wird immer nur in diesem Moment da sein. Und wenn du nicht in diesem Moment bist, dann wirst du die Fülle des Lebens gar nicht genießen können. Dann wirst du gar nicht den wahren Reichtum des Lebens schätzen können. Und das ist wahrer Reichtum und das ist auch wahre Fülle. Wir müssen irgendwie versuchen, in diesen jetzigen Moment einzutauchen. Denn das Problem ist, dass unsere Gedanken diesen Moment überlagern. Es ist quasi wie so ein Filter, der sich vor dein Auge schiebt. Und du kannst das hier und jetzt gar nicht mehr sehen. Du kannst es gar nicht wahrnehmen, obwohl es direkt vor dir ist. Du lebst darin, aber du nimmst es nicht wahr mit all deinen Sinnen. Und du kannst es auch nicht wahrnehmen. Und deswegen müssen wir uns erstmal um die Gedanken kümmern. Denn du bist dir wahrscheinlich auch gar nicht so bewusst. Und das war ich mir auch am Anfang nicht, wo ich angefangen habe zu meditieren, dass unsere Gedanken praktisch wie so ein Filter sind, dass wir vollkommen unbewusst leben. Und das müssen wir wieder aktivieren, dass du verstehst, dass deine Gedanken nur Gedanken sind und dass deine Gedanken nicht du bist. Es gibt diesen Spruch, I think, therefore I am. Also ich denke, also bin ich. Und der ist überhaupt nicht wahr. Das stimmt überhaupt nicht. Gedanken sind einfach nur ein Werkzeug von dir. Dein Verstand ist ein Werkzeug von dir, der aber so eine Kontrolle über dich bekommen hat. Andauernd läuft so ein innerer Film vor deinem inneren Auge, der alles überlagert. Und das müssen wir lösen können. Warum stehe ich hier gerade im Wald? Weil ich hier noch sagen wollte, dass der Wald ein unglaublich guter Ort ist, um das Ganze zu praktizieren, weil du hier absolute Ruhe hast. Es gibt keine Autos, keine nervigen Menschen, nichts, was dich daran hindern könnte, irgendwie ins Hier und Jetzt zu kommen. Du hast absolut coole Sinneseindrücke, die Luft ist ganz anders, du hast diese weiche Erde unter deinen Füßen, du kannst sehr, sehr viel hier aus dem Wald mitnehmen und ich finde, es ist einfach eine geile Energie hier, die du nutzen kannst. Und das ist kein Wischiwaschi-Gelaber, das ist wirklich ernst gemeint. Im ersten Schritt müssen wir aufhören, uns mit unseren Gedanken zu identifizieren. Und man merkt das gar nicht, wie sehr man sich mit seinen Gedanken identifiziert, wie sehr man seine eigenen Gedanken für sich selbst hält. Und um das zu erreichen, und das wäre der erste Entry Point ins Hier und Jetzt, ist es erforderlich, dass du ein bisschen Willenskraft aufbringst. Denn du musst im ersten Schritt deine Gedanken beobachten. Einfach nur beobachten. Und das ist relativ schwierig am Anfang, denn wenn du versuchst, deine eigenen Gedanken zu beobachten und viele Leute denken schon, das geht gar nicht, dann wird es oft passieren, dass du dich mit dem Gedankenstrom mitreißen lässt, dass du irgendwie versuchst zu hören, was in deinem Kopf vorgeht und auf einmal kommt irgendein Gedanke und du bist schon wieder in deinem Gedankenfilm drin und bist wieder unbewusst. Und das verlangt Willenskraft von dir, dass du eben ständig versuchst, dass du deine Gedanken beobachtest und dich fragst, was ist mein nächster Gedanke? Und mit dieser Frage kannst du vielleicht für einen kurzen Zeitpunkt erreichen, dass dein Denken aufhört, denn du fragst dich, was ist mein nächster Gedanke? Und in diesem Moment wirst du erstmal einen ganz kurzen Tick lang vielleicht nichts denken.
und das ist witzig. Und diesen Moment solltest du versuchen zu verlängern. Das heißt, dass du dich dann darauf konzentrierst, auf diese Stille, die in deinem Kopf entsteht. Und im zweiten Schritt versuchst du jedes Mal, wenn du einen neuen Gedanken hast, beziehungsweise ein neuer Gedanke versucht reinzukommen, versuchst du zu erkennen, ah, da kommt ein neuer Gedanke und du lässt ihn gehen. Du lässt ihn wie eine Seifenblase hochsteigen. Ich habe mir das auch früher immer so vorgestellt, dass der Gedanke jetzt gerade wie so eine Blase nach oben fliegt und wegfliegt. Und dann ist er weg. Und das musst du trainieren. Du musst trainieren, deine Gedanken zu überwachen und deine Gedanken direkt, wenn sie reinkommen, zu erkennen und bewusst wahrzunehmen. Und es werden mit der Zeit weniger Gedanken werden, beziehungsweise Gedanken, die nicht so intensiv sind und die dich mitreißen können, die dich so einfach mitreißen können. Und das gilt es herauszufinden. Und das solltest du trainieren. Und das ist mein heutiger Tipp für dich. Und das wird am Anfang ein bisschen schwieriger sein, weil dein Verstand wird sich dagegen wehren wollen. Der wird mit irgendwelchen kuriosen Gedanken kommen. Wenn du in deinem Zimmer sitzt und zum Beispiel mal versuchst, an nichts zu denken, wirst du dich fragen auf einmal, habe ich die Haustür zugezogen oder ist das Bügeleis noch an oder sowas. Und du darfst dagegen nicht ankämpfen. Du musst das akzeptieren. Du musst akzeptieren, dass dein Verstand sowas denkt und dass du solche Gedanken hast. Und mit dieser Akzeptanz kommt dann diese Ruhe rein. Und dass du einfach deine Gedanken ja, wie Blasen aufsteigen lässt und ziehen lässt. Und das solltest du versuchen. Das ist der richtige Weg, bewusster zu leben. Und du wirst das wahrscheinlich nicht am Anfang direkt schaffen, dass du einen ganzen Tag ohne Gedanken umhergehst. Das wird am Anfang vielleicht nur einige wenige Sekunden dauern, diese Momente, in denen du gedankenlos bist. Aber das ist wie ein Muskel, den kannst du trainieren. Leute, die Sport machen, kennen das. Am Anfang ist es wahnsinnig schwierig zu trainieren und einen Muskel zu trainieren. Aber dann nach so 2, 3, 4, 5, 6 Malen merkst du langsam die Fortschritte und die gehen gut ab am Anfang. Und es wird dir immer leichter fallen, gedankenlos unterwegs zu sein und deine eigenen Gedanken besser zu überwachen und sagen zu können, oh, jetzt denke ich gerade wieder oder oh, jetzt kommt wieder ein neuer Gedanke rein und da wieder direkt unterbrechen. Und wieder deine Umgebung wahrnehmen und so. Und da gibt es noch weitere Entry Points, die man haben kann und weitere Punkte, wie man ins Hier und Jetzt kommen kann, aber das soll es erstmal für das heutige Video gewesen sein. Und noch eine Sache, um ein Hindernis aus dem Weg zu räumen. Es ist scheißegal, ob das ein cooles Thema ist oder nicht, ob du dich mit Menschen darüber unterhalten kannst oder nicht, oder ob deine Freunde das cool finden oder nicht. Das sind Themen, die dich weiter voranbringen. Das sind Lektionen, das sind Dinge, die man machen kann, die dein Leben verbessern, die dein Leben glücklicher gestalten. Und da ist es scheißegal, wie andere Menschen dazu stehen, ob die denken, Meditation, das ist doch voll buddhistisch, das ist doch, hat doch irgendwas mit Religion zu tun und das stimmt einfach überhaupt nicht. Es stimmt einfach nicht. Und Menschen, die sich damit nicht beschäftigt haben, die checken das nicht und finden das vielleicht uncool, sich mit diesen Dingen zu beschäftigen. Aber ganz im Ernst, ich will ein cooles Leben haben und deswegen beschäftige ich mich mit so Themen. Und wenn andere Leute das nicht cool finden, dann ist das ihre Sache. Aber ich mache das, ich ziehe das durch und im Endeffekt habe ich das Leben, das ich leben will. Und die anderen vielleicht nicht, aber das ist ihre Sache. Also ich kann dir nur den Rat geben, beherzige den heutigen Tipp. Das ist der erste Schritt auf einer Reise, die dich zu einem neuen Leben führen wird und deine ganze Wahrnehmung verändern kann von der Realität. Und falls du noch mehr solche Videos sehen willst, in denen Tipps kommen, wie du dein Leben verbessern kannst, wie du einfach die glücklichste und beste Version deiner selbst werden kannst, dann überleg dir, diesen Kanal zu abonnieren. Dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal wieder und ich wünsche bis dahin noch entspannte Tage. Gehabt euch wohl, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.